buddy in your channel timed out. Tschüss. Alter, was ist denn mit Richard schon wieder los? Autsch. Wird ein recht lustiger Bildschirm beim Richard dann ab und zu mal. Muss dann so. Wir haben eine kleine Störung. Bitte entschuldigen Sie. Diese Fehlerbilder dann auch, oder was? Ja, so irgendwas Komisches. Das gibt's sogar bei Sony Vegas, glaube ich. Oh, bei mir kommt Musik. Dann hol ich die Kohle halt nicht, die da oben liegt. Du meinst so? Jo. So. Dann sind wir hier durch, oder? Guck mal, wenn du da jetzt rauskommst, ganz vorne im großen Canyon, dann siehst du noch Eisen gegenüber. Ja. Und Jens, hier an der Decke ist auch Eisen. Guck mal, der Sekt über uns. Hier. So, und hier gegenüber ist auch Eisen. Ja, und da gehen wir jetzt hin. Wo? Weißt du, wenn du da ein Stück links. The fuck? Siehst du's? Marius, bleib mal da oben stehen. Und lots mich mal ein wenig. Da. Okay. Passe ich jetzt von der Höhe oder muss ich noch höher? Du musst eigentlich auf die oberste Ebene drauf zum Laufen. Mach es in die andere Richtung, geht's wieder runter, ja? Hinter dir. Da habe ich einen Treppengrund. Ja, ich weiß. Wo muss ich noch höher? Ja, ja. Noch die eine Ebene höher. Da geht's noch weiter zur nächsten Ebene. Wo denn? Geht auf den oberen Laufstieg, da hinten rum, genau, weiter, so, da links. Oder gesagt aus? Nee, da muss jetzt links rum, genau. Ah! Warte mal, wo das Eis ist. Weiter, stopp, halt mal an. Hier, außen? Nee, nicht außen. Nee, ach, genau, da. Ein Block weiter. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Und du kannst dich bis nach ganz unten graben, weil da unten ist nichts. Also da ist noch einer zu unter, meine ich. Cool. Den solltest du jetzt aber nicht wegbuddeln. Hat schon nicht vor. Und da, hier ist noch irgendwo. Hier, oder? Da wo jetzt jedenfalls nicht. Geh, Schatz. Was tust du da? Einen. Hier. Hier müsste Eisen sein. Ah, sag ich doch. Was ist los, Jens? Das Übliche. Hm? Das Übliche. Achso. Wie seid ihr so schnell hierher gekommen? Durch die Brücke, die der Sichert wahrscheinlich da hinten gebaut hat. Achso, da ist noch Kohle. Weißt du, wo ist der Kohle? Ah, da oben. Okay, ich geh hin. Ja, ich habe keine Hacke. Marius, guck mal unter mir in diesem Schlucht. Schlucht ist auch ein schönes Wort. Geh mal da in das Loch rein. Ja, dann stimmt. Hast du wieder eine Hacke. Hier, da. Wow, danke. Kann ich mich hier runterbauen? Ja, ein Block. Und dann falle ich? Nee. Und dann solltest du keinen mehr durchschlagen. So, jetzt geh mal eine Ebene nach hinten, eine noch. Genau, und da kannst du dich jetzt untergraben.
Also jetzt ist auch nur Stein unter dir, da ist kein Loch mehr. Ja, das ist schön. Kann schon nicht runterfallen. Ups. Genau. So. Da oben ist noch Eisen. Also wie sind wir hier reingekommen? Unten, ganz unten. Ich weiß es. Ich kenne mich aus. Schön. Wir sollten jetzt erstmal Essen holen gehen, weil ich hab nichts mehr. Oh. Was mit Richard? Kommt der nochmal irgendwann? Irgendwo ein Skelett um sich kann. Sagst du am besten ihn? Ja, nur wie? Oh, hier ist noch Eisen. Willst du es holen? Ich glaube schon. Ein Tipp hochbauen ist effektiver. Seid ihr? Ganz am Ende. Oh, das wusste ich, dass du schon lange ganz am Ende bist, Jens. Da war was drin. Gravel war was drin. Okay, ich wäre dann soweit. Ich mach noch kurz die Schiffe kaputt. Jetzt. Die Mine hier. Was hinten dran sein, theoretisch. Einfach mal in alle Richtungen graben. Sieht schlecht aus. Marius umgräbt. Boah, Jens hatte die Erleuchtung. Und ist irgendwas, Marius? Sieht nicht danach aus. Ah, hier gehen wir wieder hoch, oder? Wahrscheinlich wäre jetzt hinter einem Stein oder so Diamant gewesen, hinter einem Dirt. Ich glaube nicht. Ich glaube, da sind wir noch zu hoch für. Dass man ab einem bestimmten Essensstand nicht mehr sprinten kann. Ja. Wenn du noch 3 Keulen hast. Hier sind's Toastbrot. Bei mir sind's Brote. Muss man jetzt auf die andere Seite der Höhle gehen? Nee, nee. Raus. Ah, oh, ist Nacht draußen. Oh. Jetzt mal wieder das Holz einpacken. Irgendwas. Ja. Na. Das hier. Das wäre mal interessant, von Richard zu wissen, was bei ihm jetzt los ist. Sagen. Wir sind nun zu Flint.
Hier hinten in der Ecke. Wo? Ah! Voll übersehen. Werkzeug. So. Oh, schön. So, Essen. Wo sind die Eier? Da. So. Also, ich weiß noch nichts von Richard, wie es jetzt bei ihm weitergeht. Jo. Wollen wir Aufnahme beenden, bis er sein Internet wieder hat? Bis er sein Internet heute wieder kriegt. Ich weiß nicht. Erst, ja, heute schon mal. Heute ist ja erst 6 Minuten alt. Ich ernte gerade. Du erntest gerade? Ja, gut. Cool. Also, ich mache noch 10 Minuten, würde ich noch machen. Wie eine Kiste mit Cobblestone. Ich weiß nicht mehr, wie wir Kiste haben doch zwei Ofen da. Eben. Mach noch einen Essensofen. Aua! Marius. Entschuldigung, ich wollte dich ernten. Nicht erntbar. Auf welches Buch beziehen wir uns? Dein Duft war so gut, ich wollte dich ernten. Oh, Marius, erinnere mich an dich. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Wo kommt denn Gravel? In die Ecke. Bei Mineralien. Hier. Nee, Gravel. So, Gravel kommt dahin. Ah ja, ich warte. Waffelstone. Stone. Was? Ja, Waffelstone? Waffelstone? Wo ist das ganze Essen hin? Bei mir. Warum? Jens hat Hunger. Da, die Äpfel habe ich wieder reingetan. So. Oh. Hey, da ist ein Zombie bei den Viechern. Vielleicht nicht mehr. Oh, Jens, ganz ehrlich, der war einfach nur verbrannt, aber du. Ich brenne. Ich brenne für uns. Ja. Pflanz Hühnchen an für uns. Irgendwie sinnvoller. Oh, ein rosa Schaf. Ihr habt so gelitten. Warum? Wegen den Schafen. Wir gelitten. Weil ihr einfach gelitten habt. Wer hat denn gelitten? Der, der es in Farb Schafrosa gemacht hat. Warum? Weil es rosa ist. Und? Daran stimmt. Jetzt kann man experimentieren. Was passiert, wenn ein pinkes Schaf mit einem blauen fortgepflanzt wird? Oh, machen wir jetzt biologisch versuchen? Ja. Was? Total realistisch mit pinken und lila Schafen. Ja, hallo? Kann man verrottetes Fleisch in den Ofen tun? Nein. Also du kannst schon reintun, aber es passiert nichts. Und Eier da reintun? Weiß ich nicht. Reintun schon, das passiert wahrscheinlich nicht. So, wir haben jetzt relativ genau eine Dreiviertelstunde voll. Ja. Wollen wir
einen Cut machen. Sobald ich mein Inventar geleert habe. Okay. Jens, Inventar lernen. Ja, wir sind schon dabei. Wo kommt Schrott? Da. Doch. Kommt Fackeln hin? In die Kiste hier, in die Holz. Holz. Hier. Ah, oh, da. So. Habt das? Hammer soweit. Oh, wie süß das Schaf ist. Ja. So. Marius, kommst du rein für die Abmachung? Ach, müssen wir da alle zusammenstehen? Ich wollte mich gerade unter die tollen bunten Schafe stellen zum Abmo. Okay, dann kommen wir raus zum schönen bunten Schäfchen. So, genug Faxen. Hey, die Kuh schaut bei uns ins Haus rein. Und damit ein... herzliches Dankeschön. Ein herzliches Dankeschön zum Zuschauen. Und zuhören und zusehen und vielen Dank, dass ihr eure Internetleitung dafür freigebt. Um zuzusehen, wie andere kein Internet haben. Ja. So, das war's und tschüss. Tschüss.